Gott, ist mir schlecht. Das gefällt mir nicht. Diese Porzellanschlampe bedeutet nichts als Ärger. Chill mal bitte für 2 Sekunden. Wir gehen rein, reden, gehen raus. Das war's. Sie hat alle weggeschickt? Scheiße. Ausgezeichnet. Du bist gekommen. Danke fürs Treffen. Natürlich, Viet. Und ich danke dir. Ehe wir ins Detail gehen, möchte ich dir etwas erklären. Und zwar, warum ich mich entschlossen habe, dir zu helfen. Du wusstest nicht, ob du mir glaubst, dass Yorinobu euren Vater getötet hat? Aber jetzt... Ich wusste es. Von Anfang an. Wie bitte? Was? Alle Vorstandsmitglieder wussten. Absolut niemand glaubte die Geschichte mit der Vergiftung. Die Details passten einfach nicht zusammen. Du wusstest es und hast nichts getan? Und jetzt hast du plötzlich dein Gewissen gefunden? Mein Vater hat Fehler gemacht. Das weiß ich sehr wohl. Wenn ein Gegenspieler ihm im Weg war, hat er ihn gnadenlos beseitigen lassen. Yorinobu konnte so nicht weitermachen. Aber für Vater heiligte der Zweck immer die Mitte. Saburo Arasaka hat immer nur eines wirklich geschätzt. Weißt du, was das war? Macht? Familie. Unsere Familie. Ihm lag am Herzen, dass sie überlebt, weiter besteht. Stabil und ohne Widersprüche. Ha. Yorinobus Taten malen ein ganz anderes Bild. Yorinobu hat die Hand gegen Vater erhoben. Aber er ist ein Arasaka, Teil der Familie. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Du sollst nur wissen, dass meine Untätigkeit keine Absicht war. Es ist komplizierter. Er ist dein Bruder. Es war schwer und wird noch schwerer, schon klar. Aber warum der Sinneswandel? Wir wurden auf der Parade gewarnt. Sicherheitsvorschriften wurden verletzt. Es kamen die ersten Zweifel auf. Noch mehr in deinem Versteck. Als die Schläger meines Bruders nicht zur Rettung, sondern zum Töten kamen. Yorinobu war bereit, dich einfach so zu opfern. Mein Vater hatte recht. Wir haben Yorinobu nie etwas bedeutet. Ich wurde als Herz der Familie erzogen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass Arasaka auf sein Herz hört. Und die Gerechtigkeit siegt. Hast du wie vereinbart Soulkiller mitgebracht? Finger am Abzug, verrat ihr kein Wort. Hältst du mich für so dumm, dass ich darauf reinfalle? Ich will hier lebend raus. Hätte ich solche Absichten, hätte ich einen deutlich diskreteren Ort als diesen ausgewählt. Wir sind hier, weil ich weiß, wie man dein Leben retten kann. Ich kann dich nach Mikoshi führen. Und wie? Mikoshi existiert nicht in der wahren Welt. Aber seine Zugangspunkte. Und einer ist ganz nah. Wo? Hier in Night City, unterhalb des Arasaka Towers. Lass uns abhauen. Sofort. Du willst weg? Wie kommst du nur darauf? Dann quatsch nicht dauernd dazwischen und hör ihr zu. Das wird ein Desaster. Setz dich. Wir haben keine Zeit. Du weißt, wie man mein Interesse weckt. Also dann, rede. Mein Bruder. Riechst du das auch? Stickt nach Bullshit. Geh bloß nicht drauf ein. Er muss für seine Taten zur Verantwortung gezogen werden. Sprich's ruhig aus. Das macht's leichter.
Ich will ihn bestrafen. Zu schwammig. Du willst ihn tot sehen. Ich will, dass die Arasaka Corporation die Wahrheit erfährt. Und wie hast du dir das vorgestellt? Yorinobu. Hanako-sama, soro-soro go-jitaku ni omodori itadaite. Sugu ni sumu. Yorinobu wird bald ein Vorstandsmeeting einberufen. Repräsentanten aller Fraktionen nehmen daran teil. Der perfekte Moment, ihnen mitzuteilen, wie mein Vater wirklich gestorben ist. Ich will dich in dieses Meeting holen, damit du gegen meinen Bruder aussagst. Aussagen, hm? Spiel einfach mit offenen Karten, Hanako. Hilf mir, Yorinobu loszuwerden. Dann helfe ich dir, das Konstrukt loszuwerden. Du willst, dass ich Yorinobu vor der versammelten Führungsspitze schlecht mache? Hm? Ich nenn mich verrückt, aber das klingt nach damit Selbstmord. Niemand Verdacht schöpft. Das weiß ich. Deshalb werde ich die nötigen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Und wie stellst du dir das vor? Du wirst sehen. Das gefällt mir gar nicht. Hört sich ganz danach an, als willst du mich nur benutzen. Nein. Ich biete dir nur eine Lösung an. Da bist du nicht die Erste. Aber was, wenn ich... Das kannst du nicht riskieren. Jetzt komm. Lass uns hier abhauen. Wie? Geht es dir gut? Dragon, danke schön für deinen Host. Du blutest. Fuck. Sieht aus, als läuft dir die Zeit davon. Zögere nicht. Triff eine Entscheidung. Ich denke drüber nach. Du brauchst frische Luft. Sofort. Vanilla Coke ist ausverkauft. Ja, ist immer doof. Ich hab dich gewarnt. Was machst du? Was mache ich denn? Ich zeig dir, wie es sich anfühlt, wenn man eingesperrt ist. Ich hab dich gefragt und dich gewarnt, aber du willst ja nicht zuhören. Und jetzt benutzt dich die Porzellanpussy für ihren kleinen Plan. Hast du ein Problem damit? Ist es doch, was wir wollten. Wir wissen, der Zugang nach Nikoshi? Ja, und am Saka Tower. Und was bringt uns das? Was verdammt bringt uns das? Du willst nicht mit Hanako arbeiten. Verstehe ich. Will ich auch nicht. Warum gehen wir die Sache nicht ganz altmodisch an? Wir rufen ein paar Leute an, schnappen uns Waffen und treten die Tür zum Arasaka Tower ein. Du willst einen Direktangriff auf den Saka Tower? Bist du bescheuert? Du kannst dich kaum auf den Beinen halten. Aber... Johnny! Na toll, du machst schon wieder einen Abgang. Toll, du machst schon wieder einen Abgang. Super, danke! Langsam. Beweg dich erstmal nicht. Vic? Ich weiß, es tut weh. Du warst weggetreten, als du hier ankamst. Musste dir Beta-Haloperidol geben. Aber Lichtübersensibilität ist gut. Heißt, dass deine Sehnerven noch intakt sind. Wie bin ich hier gelandet? Hast dich hergeschleppt. Mehr tot als lebendig. Hast Misty mächtig erschreckt. Hast den Patienten, der hier lag, vom Tisch geschubst. Und verlangt, sofort behandelt zu werden. Sag ihm, es war dein Schutzengel. Ich war nicht...
nicht ganz ich selbst. Ich weiß. Ziemlich beunruhigend. Und wie schlimm ist es? So schlimm. Okay, so sollte es angenehmer sein. Versuch, dich aufzurichten. Vorsichtig. Ich versuch's. Ich glaube, ich spür wieder was. Langsam. Wieder ein Sieg für die Geschichtsbücher. Und? Ich kann schon wieder sitzen. Aber ich sehe, du hast schlechte Neuigkeiten. Und wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Sag du's mir. Wenn ich mir dich angucke, nicht lange. Noch ein Anfall und du kriegst nirgendwo mehr hin. Du wirst in irgendeiner Gasse krepieren. Das ist deine letzte Chance, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Kapiert? Die Sache in die eigene Hand nehmen? Was glaubst du, tue ich die ganze Zeit? Was es auch ist, es führt dich immer wieder auf meinen Tisch. Siehst du das Zeug da drüben? Aha. Dort findest du etwas, womit du es auf deine Art zu Ende bringen kannst. Wenn du die paar Meter bis zum Tisch ohne Hilfe schaffst, liegt der Rest allein in deiner Hand. Auf deine Art, hm? Sehr subtil, Doc. Es reicht, Johnny. Ich muss das überdenken. Du willst dir das Hirn zermartern? Okay. Aber nicht hier unten. Wie? Scheiße, das habe ich gehört. Oh, gehört? Was? Geh und bring das in Ordnung. Ich glaube, ich schaff's. Wie auch immer du entscheidest, zuerst sollten wir von hier verschwinden. Gehört. Das war nicht meine Absicht. Tut mir leid. Nicht nötig. Ich weiß, was los ist. Und ich weiß, es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Wenn du es hier nicht entscheiden willst, ich kenne da einen besseren Ort. Ich will das nicht. Lasst mich doch in Ruhe. Okay, geh vor. Was macht diesen Ort so besonders? War mal mit Jackie dort. Ist nicht weit. Jackie? Was hat er mit all dem zu tun? Was denn? Na komm. Wollt ihr jetzt sagen, das ist mein Ende? Ich blas mir jetzt die Rübe weg? Ganz oben. Hatte denselben Gesichtsausdruck. Wer? Jack? Das war's, Chica. Ich bin am Ende. Klingt nicht nach dem Jackie, den ich kannte. Es ist lange her. Seine Mutter hatte gerade erfahren, dass er bei den Valentinos war. Glaub mir, Signora Wells auf der einen Schulter, sein Gangkumpel auf der anderen. Wer kann sich da entscheiden? Mein Jackie hatte es nicht leicht. Ah, schon besser. Luft. Nachdem wir hier waren. Panda, danke schön für dein Raid.
komme her, wenn ich mal raus will. Zum Nachdenken. Sie hat recht. Du solltest dich auch mal hinsetzen und über alles nachdenken. Oh, mir geht's ganz gut. Und dir? Danke, Misty. Du hattest recht. Guter Platz. Sag mir, was hat Jackie hier beschlossen? Ach, du weißt schon. Irgendwann werde ich eine Legende sein. Ich lasse dich jetzt allein. Nimm dir Zeit. Ich will mir doch jetzt... Leute! Ich hab mir einen schönen Schrecken eingejagt. Ich dachte wirklich, das war's. Nope. Immer noch da. Vorerst. Du solltest alle anrufen, von denen du dich verabschieden willst. Wow, Worst-Case-Szenario. Das klingt düster. Nein, aber was immer du entscheidest, birgt Risiken. Wenn's nicht so läuft, wie wir wollen. Mach's einfach. Wenn du irgendwen sprechen willst, tu es jetzt. Die Pillen können warten. Nein. Nicht mein Stil, mich zu verabschieden. Leute, ist doch jetzt nicht ernsthaft hier. Wir haben echt viel zusammen durchgemacht, huh? Überleg mal. Alles hat auf einem Müllhaufen angefangen. Dann wolltest du mich umbringen. Genau das meine ich. Und jetzt sind wir hier, zusammen. Und genießen den Blick auf Night City. Ah, die Spoiler. Du hast dich auch bei Assassin's Creed gespoilert. Du bist der, der die einzig verbleibende Option ablehnt. Mit solchen Monstern zusammenarbeiten? Ums Verrecken nicht. Ich denke, wir könnten es mit Arasaka versuchen. Was sollte der Scheiß? Wie kannst du so scheiße stur sein? Das habe ich definitiv von dir. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Es gibt noch eine Option, weißt du? Welche? Wir lassen das mit den Pillen. Ziehen einen Schlussstrich. Ein für alle Mal. Wenn wir gar nichts versuchen zu unternehmen, sind wir beide verloren. Okay, war eine dumme Idee. Vergiss es einfach. Ich denke, wir könnten es mit Arasaka versuchen. Was sollte der Scheiß? Wie kannst du so scheiße stur sein? Das habe ich definitiv von dir. Was denn jetzt? Was sind das jetzt? Ciao, Panda. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Warte. Nein! Gib mir noch eine Minute. Ich muss nochmal darüber nachdenken. Willst du mich jetzt verarschen? Ich denke. Was sollte der Wie kannst du so. Das habe ich definitiv. Bist du ganz sicher? Ich weiß. Genau, was ich wollte. Okay, Moment mal. Das raff ich nicht. Bei allem, was wir bis hier durchgemacht haben? Oh ja. Du willst einfach aufgeben? Wieso? Ist die sauberste Lösung. Bei allen anderen werden Menschen sterben. Menschen sterben. So ist das immer gewesen. Aber bin ich ihr Opfer wert? Oder du? Außerdem kriegen wir es nur so beide mit. Was? Den Tod? Den Moment, wenn das Leben verfliegt. Darüber habe ich nie wirklich nachgedacht.
Du schaffst es immer noch, mich zu überraschen. Habe ich vielleicht von dir gelernt? Wie? Bist du dir ganz sicher? Solange du nichts dagegen hast. Ich kann nichts machen, Leute. Ich hab's nicht so gemacht. Aber das ist okay. Ich kann nichts machen. Einfach so. Keine große Rede. Vielleicht habe ich auch was von dir gelernt. Ist es soweit? Weißt du, es ist wirklich schön. Schön, dich gekannt zu haben, Vi. Ja. Ich auch, Johnny. Wollt ihr mich verarschen? Das Nachdenken ist wie die Stille im Auge eines Sturms. Ja. Du lässt los. Du bist nicht fest. Imagine! Nach und nach verlierst du dich selbst. Du musst dich läutern. Dein Gleichgewicht wiederfinden. Okay. Ich kann dir helfen. Okay. Setz dich. Okay. Okay, bin ganz Ohr. In der Stadt bist du von der Natur getrennt. Schluchten aus Glas und Beton, neonfarbene Augen. Der Dreck dieser Welt lässt dich ersticken. Im Zen-Garten ist es nicht gerade. Du musst ruhen und wieder mit deinem Selbst in Kontakt treten. Du bist die Quelle. Alles, was du tun musst, ist aus ihr schöpfen. Bist du bereit? Ich kann's ja mal versuchen. Ich gebe dir einen Braindance zum Meditieren, um dein Bewusstsein zu befreien. Geben? Entscheide selbst, wie viel du mir zahlst. Ha, wenn das so ist, zahle ich einfach nichts. Scheint dir ja eh nicht um Eddies zu gehen. Wie du wünschst. Die ersten Meditationstechniken sollten unter Aufsicht angewandt werden. Lass uns anfangen. Ich leite dich an. Jetzt mal Real Talk. Das ist doch bescheuert. Ich meine, er... Tu es. Du wirst sehen. Es hilft. Hi, wie? Wie ist es so im Jenseits? So schön, wie immer gesagt wird. Hier unten ist es auch scheiße. Ja, vielleicht sogar schlimmer als vorher. Wünschte, ich hätte mehr getan. Dann wäre es vielleicht anders abgelaufen. Positiv denken, Victor. Ich raff grad 0, komma nix. Ich raffe grad gar nix. Wirklich komplett nicht. Ist das jetzt ein Ende? Verlassen wolltest.
aber trotzdem, wie? Hast du mal daran gedacht, du weißt schon? Puh. Was passiert, wenn... Ich... Scheiße, ich pack das nicht. Hey, Abby. Ich wollte nur sagen, ich hoffe, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Weißt du auch warum? Hm? Weil das heißen würde, dass wir uns wiedersehen. Und dann wirst du dir wünschen, du hättest mich nie getroffen. Was hast du dir dabei gedacht? Hm? Oder denkst du einfach an gar nichts? Ist es das? Nach allem, was ich für dich getan habe. Alles. Und was tust du? Hm? Knippst dir die Lichter aus. Das tust du. Du bist ruhig, du bist verbuggt. Hoffe ich, dass du da schmorst. Verrottest. Was auch immer. Actually, finde ich dieses Ende scheiße. Hey, V. Denke nicht, dass du die Nachricht je hören wirst, aber... Es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als ich mir in meiner Philosophie habe träumen lassen, oder? Ich meine, am Ende war es deine Entscheidung. Die Wahl, die dir zustand. Aber du sollst wissen, dass es nicht nur Auswirkungen auf dich hat, sondern auch auf deine Freunde. Ich glaube, du wusstest gar nicht, wie viele Freunde du wirklich hattest. Vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder, wie du, ich, Jack. Bis dahin. Mach's gut. To pay the price.